Hey Quinn, hast du geknuspert? Er ist also doch Immer. Pelikan. Na, ne Unicorn! Cella, Ich bin sorgst doch du für, weiter. wer sie sie hör die noch? Ich hör die noch, Cella! Cella hört man nicht, ich sehe Cella nicht. Hey. Du hast gefressen, jetzt könnte ich dich töten. Lass es lieber. Würde ich sagen. Hier ist jemand drin auf jeden Fall. Glaube ich dir oder glaube ich dir nicht? SOS, ab, Dann ist das du musst gut so die vorziehen. Reihenfolge. Gut gemacht. Easy. Achso, ja, stimmt ja. Das war eine wunderschöne Ansprache. Ja, nee, ich musste gerade überlegen. Cellas Profi, ich bin Imitator, sie hat vor mir getötet. Claimer war doch. Nee, warte, warte. Doch, doch, die Leiche ist Claimer war verschwunden. der Bruder. Patrick ist verschwunden. Patrick, die Leiche ist verschwunden. Er liegt da nicht mehr. Ja, aber es war doch nur der Patrick. Ja, aber es war Hast du Cella und gesehen? Cella muss sterben. Ich hab's Dani, gesehen, ich stand hast du daneben, ich welche hab gesagt, mach gesehen? ruhig. Was? Ich hab gesagt, mach ruhig. Das hat Hast du die funktioniert. Leiche gesehen? Die Leiche habe ich nicht Schaffst du gesehen. mal Deswegen sage ich ja, dass sie hier? Profi ist. Tut mir Ich leid, glaub Cella. kein Wort. Erwartet. Ah, war das gerade ein Glaub Geständnis? ihm kein Wort. Cera, bist du vielleicht Wir böse? können. Teddy. War der Reclaimer Ich vielleicht glaub dir der kein Kanadier? Wort. Ne, nee, da war kein Kanadier. Ja, die Brücke. Das war Trax, Kanadier. also Trax ist auch böse. Was denn? Anders kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Also Trax und Cera sind auch böse. Die sagen, die schießen gegen mich, obwohl ich es gesehen habe. Alter! Wow. Also, Leute, Shella was hängt und Trax und Cera sind bestimmt böse. Alle Ich hab raus, nicht gegen alle dich drei raus. geschossen. Ich Die hab nur haben gegen mich geschossen. geschossen, obwohl ich gut bin. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Patrick. Habe ich recht mit den dreien? Patrick? Du bist tot, du kannst mit mir reden. Patrick? Er ist bestimmt gerade weg. Oh. Ey. Hey, wer bist denn du? Wieso? Mann. Daddy, das geht nicht gut aus, wenn wir verliebt sind. Das unsere Liebe ist einfach zu stark. So, ich habe keine Ahnung. Würde behaupten, hat es gesehen. Es lässt sich jetzt drüber streiten. Ich bin zusammen mit Scheller gerade von Kommunikation nach links rübergelaufen. Und nach oben hin Richtung Kyrolobor, aber noch in diesem Kreis praktisch, liegt eine Leiche. Ich habe Was? die beim Einlaufen, hineinlaufen in diesen Kreis schon gesehen und sie ist direkt nach unten abgebogen. Ja, aber ich habe sie nicht gesehen. Darum Oh, sage was ich, es will? Ich lässt sich habe nach drüber unten streiten oder geschaut. nicht. Ja, darum sage ich, es lässt sich streiten über nicht. Wir sind Was will die gleich auf der andere gleichen Höhe Person? reingelaufen. Ich würde behaupten, wie gesagt, deswegen bin ich auch direkt draufgelaufen, man hat sie gesehen. Und nach dem Call von vorhin, man kann es jetzt glauben oder nicht, ob er ein Imitator war, ich würde Ich da einfach glaube, mitgehen. Ich würde da ja, echt mitgehen. man gut denkst, Daniel hat nicht gelogen, glaube man gut denkst, ich. dass Glaube, ich Teddy bin und zwar nicht Daniel ein 10, aber Sheriff es ist Kills so. vielleicht. Nee, Ich gehe nee. gerade nicht durch, Teddy ne? hat, glaube ich, Daniel unterstützt mit den Worts zumindest am Ende, hat sich so Ja. angehört. Also vielleicht Lover, aber nicht Sheriff. Ja, aber Daniel war doch sowieso tot. Der wurde ja Daniel wurde von uns rausgewortet. rausgewortet. Und Teddy wurde gekillt Ja. die Runde. Also stimmt, ja. Okay. Daniel wurde rausgewortet. Ach, den haben wir kurz wieder reingeholt. So unauffällig. War nicht lustig. Wolltest du nicht reporten, Amarillo, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich stehe jetzt gerade in Motoren, nee, in Wartung und Amarillo steht direkt neben der Leiche und Das ist richtig. Und ich steht stehe da. auch daneben und wir hatten uns unterhalten. Amarillo hat kurz darüber nachdenken. Keine Ahnung, ob wir eventuell haben wir
Attentäter? Hm. Nee, haben wir nicht. Okay. Nee. Amarillo meinte, er kann töten und hat diesen Kill ausgenutzt. Er hat mir nicht gesagt, welche Rolle es ist. Nachdem auf die Calls nicht gehört wird oder nicht vertraut wird, sei es dahingestellt, hat er gemeint, er zieht das jetzt durch und hat Cella damit getötet. Was ich voll und ganz unterstütze. Das heißt, wenn ihr ihn rausboten wollt, bitte mich direkt danach oder davor. Wie ihr wollt. Ich möchte auch kurz anmerken, wer war mit Xan? Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Warum? Xan ist jetzt mittlerweile tot halt. Ich habe ihn vor einer Weile gesehen. So, keine Ahnung. Xan ist vorhin die ganze Zeit noch mit Xera rumgelaufen. Böse bin Xera. Bin zweimal an dem Bein vorbei. Wieso habe ich jetzt gewotet? Nein, ich kann dich töten. Ich habe eine nicht tötende Rolle. Ich würde gerade sagen, tötbare Rolle, aber tötbar bin eine ich. Eine tötbare, oh cool. Die hätte ich bitte auch gerne. Die hätte ich bitte auch gerne. Nein, das ist schon ein bisschen länger her, aber wie gesagt. Tracks und Wiki sind, glaube ich, auch gut, weil ich glaube, eine von beiden wäre jetzt. Ich bin gerade komplett high. Also das müsst ihr mir erklären. Sorry, Xaxa, ich habe mich vergessen. Huch. Okay, das war Profi-Leiche auf den Lichtern. Lippi war bei einer Aufgabe, das heißt, es bleiben nur Tracks und Xera für den Kerl. Uni ist auch noch da, ja. Ich würde sagen, ich bin zwar da, aber ich bin immer noch drüben. Ich hab den Wagen gerade hinten. War unsichtbar und nicht Profi. Unsichtbar? Hä? Woher weißt du das? Weil sonst hätte ich nur so eine Frage zwischendurch. Oh, wieso weißt du das? Oh, nein, Lippi, hast du dich gerade verraten? Nee, ich frage nur. Ich weiß, dass ich. Vielleicht ich hat sie eine Erklärung. Ich weiß selber, dass ich ganz bin und dass ich die Leiche nicht reportet habe. Ja. Okay. Und wie kommst du darauf, dass es. Warum sollte Mango wissen, dass es eine Profileiche ist? Wenn deine Profileichen nicht sichtbar sind. Ja, weil ich aber drüber gelaufen bin. Nee, ich bin drüber gelaufen. Du hast sofort reportet. Nein, du reportest automatisch, wenn du über eine Profileiche drüber läufst. Ja, aber er hat nicht sofort, als er drüber gelaufen ist, reportet. Die Leiche war ja, keine Ahnung, nicht mal weit. Okay, stopp. Ganz kurz. Darf ich ganz kurz einwerfen? Ich würde vorsichtig sein mit den Votes. Wir haben immer noch vielleicht ein Dodo drin. Vielleicht. Möchte ich nur kurz hineinwerfen. War da jetzt oben. Warum jetzt Tracks? What? Sag mal, was das? Okay. Okay, nee. Warte mal. Ich weiß zwar nicht, warum du mich gewotet hast. Ich war zwar der Verbrecher, aber. Aber. Ja, Tracks, das war schon logisch, dass du dich eigentlich gewotet hast. Ich bin lieb. Lip. Mit P. Ich bin lip. P. Patrick. Lippe? Lipp bin ich. Ich hab sogar repariert, siehst du? Das Shuttle funktioniert wegen mir. Ich bin aber Hase, irische Bitch. Danke. Bitte. Ich glaube, hier ist noch Pelze am rumliegen. Pelze machen einem langsamer. Was ist mit langsamer? Geh mal weg von mir. Geh du weg von mir. Du bist im Weg! ich glaube, Dinge hat jemanden gefressen oder getötet. Amarillo. Aha, okay. Weil aber da fehlt jemand. Aber. Da will ich jetzt wissen, wer fehlt. Sie lebt also doch noch. Nee, ich habe gerade gedacht, dass Kevin vielleicht da die Dame weggefuttert hat. Aber die ist einfach nur in eine andere Richtung gelaufen, was ich nicht gesehen habe. Gut, dann habe ich jetzt mein Wort verschwendet. Also, du bist ein scheiß Troll, Alter. Wieso? Du hast dich im Weg gestellt und so getan, als wärst du böse. Und mich nicht rausgelassen. Ich habe nie getan, als ob ich böse wäre. Ich wollte dir einfach nur trollen. Ich wollte gerade damit zu machen mit Xan und dann kommt das hier. Ah, ja, tut mir leid. Kann sein, dass ein Dodo-Buch aber ist? Ich hab, nein, ich hab echt geglaubt, da war ja Zera dabei. Zera, warst du dabei? Ist jemand partiert? Mit Kirk, wenn er am Anfang. Ich hab
Wieso? Ich hab Magic-Kräfte, weil ich hab ihn getötet, ohne wen zu töten. Ja, da warst du es, weil ich... Ich hab gedacht, du bist nach rechts gelaufen, aber du bist wohl nach oben und nach links aber gelaufen. Aber kurze Frage. Daniel, du glaubst, dass Kekwin Pelikan ist? Ich hab geglaubt, er ist Pelikan, weil ich dich nicht gesehen habe, weil du plötzlich weg warst. Und das Erste, was du machst, ist, du machst einen Korb und du drückst derjenige... Aber du hast gesagt, ja, beweis es, und ich kann nicht töten, wie soll ich es beweisen? Daniel wollte Xera einfach wegräumen. Das Problem ist, aber Rin hat gesagt, ich soll es beweisen, aber ich kann nicht töten. Also kann ich es nicht beweisen, außer so. Ich wollt nur mal anmerken, ich bin jetzt eine irische Bitch, ja? Fuck! Hey. Heißer irischer Akzent auf jeden Fall. Vollkommen. Okay. Ist auch so gut gehackt, Daniel. Eddie Keller? Na, bist du Dodo? Nein. Bist doch bestimmt Dodo. Leider nein. Ich hab wirklich geglaubt, Xera ist tot. Und Kekwin hat sie getötet. Manchmal ist das vor mir. Ja, weil ich bin da einfach hinterhergelaufen, dann war sie plötzlich weg und dachte mir, hey, wo ist die denn jetzt? Die hat sie bestimmt gefressen. Das trau ich Kekwin zu. Im Auge. Geh aber lieber weg von dir. Okay. Hilfe. Süßigkeiten. Das ist gefährlich hier. Hier darf man nicht einfach rumstehen. Ja, sorry. Aha. Hallo. Schick mal wieder zurück. Nein, wieso bist du ausgestiegen? Weil ich nicht mit Patrick alleine zurück will, weil er mich töten wird. Hey Quinn, hast du geknuspert? Er ist also noch Pelikan? Nein, oh! Unicorn! Jella, ich bin sag doch so weiter. Gut, wer sie ist, ich hör die noch, Jella! Jella hört man nicht, ich sehe Jella nicht. Ah. Es tut mir leid, ich habe Jella gerade verfressen gesehen. Die hat gerade den Mango weggesnackt. Die wird nicht so hassen, wenn sie zum ersten Mal Pelikan ist. Mann, das stimmt überhaupt nicht, ich habe die Dusche aufgedreht. Moment, hallo, ganz kurz. Könnte es sein, dass wir gerade einen Server-Lag hatten, weil bei uns auch gerade alles irgendwie so ein bisschen komisch war? Fragezeichen? Sagst du, was mich auf den Ball werfen? Ich möchte nichts sagen, aber irgendwie ist die Jella gerade vor mir geknuspert worden. Kannst du ein bisschen weiblicher sprechen? Geht das? Machen wir den irischen Akzent. Ja, genau, wegen dem irischen Akzent. Das ist mir gerade so. Also, liebe Leute, okay, wenn es ein Bug war, dann tut es mir leid. Bei Jella ist nur gerade Mango davor verschwunden und deshalb dachte ja, ich. Ja, aber es war gerade der Bug, weil die Jella ist gerade vor mir weggefressen. Ja, deswegen, weil die ist eigentlich gerade noch bei uns gestanden. Die stand deswegen frage ich wegen am Server-Lag. Das hier hältst du auf der Couch. Wieso? Ich kann ja nichts dafür, dass du neben Mango stehst und Mango ist weg. Das ist Entschuldigung. Ja, aber die Cella ist gerade bei uns verschwunden. Ja, alles gut. Es ist ein Server-Bug. Es ist okay. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr. Nee, es ist immer Regenwetter. Nass. Twix. Du also, liebst Twix es, wenn es feucht ist. Twix ist der Wall for Pressure. Ja. Mango ist gestorben, Mango ist nun tot. Keiner liebt den Mango, weil er nun tot ist. Ich kann nicht so gut singen, wenn ich nicht weiß, was ich singen will. Und allgemein, sowieso. Ha! Wer kann schon singen? Ich sehe nur gut aus. Oh, die machen langsam. Ist nur einer gestorben? Wir haben nette Killer. Ja, weil Jella ist gerade vor uns weggeknuspert worden. Jella ist nicht geknuspert worden. Anscheinend gerade ich hab's doch so umgesehen. Die ist nur teleportiert worden. Mango war der Pelikan und hat die Switch. Ja, Süßigkeiten! Massenversammlung! Bye! Süßigkeiten habe ich gefunden. Du bist bestimmt böse, Unicorn. Was Süßigkeiten? Wo? Nee, ich hab wo? Ich hab's schon gegessen. Süßigkeiten? Das war Kee! Paul Patrick, das ist eine Spinne gewesen! Die ist eklig! Er hat die angefasst! Voll frech, der Patrick. Widerlich. Dreck. Guten Tag, die Übermittlung funktioniert. Hallo, Teddybär. Guten Tag. Ich sehe dich.
Das Licht ist ausgefallen. Ich bin nicht hier. Ich bin auch nicht hier. Ah! Ja, hallo, Amarillo. Gemacht. Ei. Ich geh mal lieber weg. Amarillo? Du bist bestimmt böse. Zu 90%. Du bist immer böse. Weg. Was machst du hier? Warten. Ah, da oben ist die Bombe. Die Bombe? Pass auf. Oh, pass. Okay. Du bist böse, geh weg. Ich dachte, sie kommt jetzt da runter. Du wirst mich töten. Ich kenne dich. Nicht böse. Oh. Oh. Da stehen. Oh! Hier sind zwei. Klingel mal bitte. Ich habe keinen mehr. Klingel mal bitte. Du hast ihr die Bombe gegeben? Ja. Klingelt mal jemand bitte. Weil ich hab's. Wir haben immer noch eventuell Pelikans. Ja, ich klingel jetzt. Ich kann nicht klingeln. Lass okay. Tracks klingeln. Ich kann nicht. Ich habe schon geklingelt. Wie soll Na, ich du klingeln? Hast nicht geklingelt. Ich dachte meine Frau. Ah, klingelt! Klingelt! Am Arsch lecken. Oh Gott! Ich hab schon. Das ist ein Logia, gell? Okay, Daniel hat gesagt, es soll klingeln und da scheint halt irgendwie die Bombe gerade, oder? Ich. Irgendwie hat gerade doch angefangen zu ticken gehört, bevor ich. Ich kam gerade rein. Könnt ihr mal aufhören, ganz die Drecksbombe die ganze Zeit zu geben? Ich glaube, das ist wieder Drecks. Von wegen Drecksbombe. Ganz ehrlich, no joke, das ist richtig schlimm. Für die Person, die jetzt die Bombe hat, ja. Ist eine 50-50 Chance. Entweder diese Person überlebt, weil sie mit einer anderen Person spawnt und die ist dann gefickt. Oder. Die hab ich die Bombe. Ja. Ich hab die 7 Sekunden noch da bei mir stehen sehen. Oh. Irgendwie hey. Habe ich die Bombe aber gegeben. Du, Daniel, ich habe gerade vorher auf diesen Trötenknopf gedrückt, weil ich gesehen habe, wie Jella Mango ist und das war ein Bug, deshalb konnte ich nicht mehr diesen Button. Wollte mich lieber raus, sonst gebe ich es vielleicht noch einen anderen guten. Boom, boom, boom. Ich will keinen guten rausholen. Ich glaube, deswegen sind auch keine Kills gefallen, weil immer die Bombe vergeben wurde. Wollt mich raus, dann könnt ihr wenigstens kämpfen oder sowas, dann ist die Bombe weg, weil sonst gebe ich sie weiter. Ich kann Uni rausnehmen, ich kann Kekwin rausnehmen, ich kann Reclaimer rausnehmen. Haben wir uns überhaupt schon gesehen? Ja, eben, deswegen rausnehmen. Weil okay. Ihr die Bombe nicht gegeben habt. Teddy? Nein, eben. Ach, stimmt die. Aber da hatte ich die Bombe schon. Ich weiß halt nicht, ob ich einmal in der Masse da rausgelaufen bin. Fuck, und ich muss jetzt auch noch jemand hinterherlaufen, ich hasse euch. Oh no. Lauf um euer Leben. Lauf. Na, du Arschgesicht, geh weg, geh weg. Fuck, fuck, fuck. Ich hab's überlebt! Nicht töten, bitte. Wen hat's erwischt? Ich glaube, Zera. Ich bin mir nicht sicher. Klingel mal, bitte. Reparieren nur du. Oh, verdammt. Nein, das ist drüben! Das ist drüben! Ich folge dir gleich. Ich wusste es. Stopp. Ja, schade. Nee, ich wusste es. Du wirst abgehauen. Ja, der ist der andere Böse. Ich wollte sogar Patrick sogar noch fressen. Ich hab erst mit Kekwin die Bombe hinterhergegeben. Ich hab gerade heiße Kartoffel gespielt, bevor ich gestorben bin. Ja. Er hat verloren, oder was? Nee, ich. Achso. Liebe Kartoffel. Okay, ich komme gerade nach unten und da ist Daniel tot, direkt vorm Shuttle. Zur Erklärung, warum Amarillo tot ist. Amarillo war Pelikan. Also Amarillo war ich habe gerade die Bombe der Cella weitergeben. Ja, Amarillo war links. Ja, und du bist der Einzige gewesen, der da war, also bist du Bombenleger. Das stimmt doch gar nicht, ich habe sie dir weitergeben. Wir waren alleine. Hast du Ticken gehört vorher, Cella, oder nicht? Hast du wir haben gemeinsam das Dings gelöst und dann. Ich habe keinen anderen gesehen außer den Tracks. Es und gehört hast du es auch nicht vor. Von dem Timer her. Nein, es war auch vom Timer her, okay. Es war er. Ja, dann. Das stimmt doch nicht. Tracks aus. Da war bei Tracks aus. Aber nur kurz, ich habe gerade Kekwin gerettet. Das ist so ein Scheiß. Wenn du ihn nicht reportet hättest, hätte ich Marcella weg gewesen. Das wäre kein Aufbäumen. Aber sie stirbt wegen einer Sekunde nicht. Mann. Oh. Autsch. Mann. Ich hatte recht mit der Drecksbombe, ganz ehrlich. Keller wollte. Aber Rille, bist du was Böses oder nicht? Ah, verdammt!